Nach dem Frühstück am nächsten Morgen wird immer grundsätzlich bei uns ein Spaziergang durchgeführt. Das ist sehr gut. Das ist auch eine mentale Vorbereitung. Während wir dann spazieren gehen mit der ganzen Mannschaft, ist das so, dass der Zeugwart in der Kabine die Klamotten schon vorbereitet. Die Kabine wird also morgens schon für das Spiel vorbereitet. Entsprechend dann haben wir unser Mittagessen hier, die Besprechung ungefähr so 1,5 Stunden vor Anstoß und dann die Fahrt ins Stadion. Im Stadion selbst, eine Stunde vor dem Spiel kommen wir meistens im Stadion an, sind hier unsere Koffer. Ja, das ist unser Koffersortiment. Auch hier eine enorme Beanspruchung für die medizinische Abteilung, nicht nur für die Physiotherapie, auch für uns Ärzte. So ein Kader von 18 Leuten und teilweise auch die Trainer dabei, eben zu versorgen. Es gibt viele Spieler, die wollen IV-Medikamente, also Infusionen, Kurzinfusionen vor dem Spiel haben mit Vitaminen, mit Nährstoffen. Auch die Tape-Verbände und die manualtherapeutische Rolle nehmen schon enorm Zeit in Anspruch. Das muss alles gut gestaffelt sein. Die Kontrolle der Koffer, hier der Spielfeldkoffer, ist sehr wichtig, weil der eben unser Einsatzgebiet direkt am Spielfeldrand ist. Um überhaupt die Leistung auf dem Spielfeld und als Profisportler überhaupt zu ermitteln und diese Leistung überhaupt zu erbringen, ist es am besten oder hat sich auch gezeigt, ist das beste Mittel, um das zu ermitteln, wie gut die Leistung ist, eben der Laktattest ist. Das muss jeder, der sich mit Profisportlern beschäftigt, auch wissen, was das ist. Es gibt zusätzlich noch die Spirometrie. In Kombination sind sie beide sehr effektiv. Praktisch wird das so gut wie nie gemacht. Ich weiß, dass es früher auf Schalke von anderen Trainern durchaus durchgeführt wurde, dass die Spirometrie zusätzlich noch für die Spieler Pflicht war. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir machen Laktattests, die werden zweimal pro Saison gemacht. Sind vergleichbar, es ist ein kleiner Pieks am Ohrläppchen und dann kann man sehen, wie fit sind die Jungs. Wie fit sind die Jungs und dementsprechend nicht nur sie peitschen, damit sie schneller werden, sondern auch die Verletzungen von denen reduzieren, je fitter sie sind. Das ist also auch wichtig, dass man das weiß. Die Fitness trägt auch zur Verletzungsprophylaxe bei. Entweder auf dem Fahrradergometer oder wir machen das auf der Laufbahn. Das ist eher untypisch, aber für einen Bundesliga-Verein ist das sinnvoll, denn die Mannschaft ist sowieso immer zusammen, die treiben sich gegenseitig an und das wird deshalb bei uns auf der Laufbahn gemacht. Zweimal in der Saison, an Sommer- und Winterpause. Daraufhin zeige ich Ihnen gleich, werden Kurven und Werte ganz genau ermittelt und die Spieler werden dann im Trainingslager, im Winter- oder im Sommertrainingslager in Gruppen eingeteilt und es wird dann unterschiedliche Laufeinheiten gibt es oder auch in Eigeninitiative, dass man da genau die Spieler gut und individuell trainieren kann. So sieht das meistens aus. Die Jungs haben meistens natürlich keine Lust darauf. Wer Fußballer kennt, weiß, ohne Ball laufen sie nicht gerne. Und ne, das soll auch dieses Bild hier vermitteln. Das ist mehr so eine Regeneration gewesen auf dem Fahrrad. Aber der Papadopoulos hat nicht immer so Lust, ohne Ball was zu machen. Das heißt, die Tests werden eben stufenförmige Belastungssteigerung. So ist das auch auf dem Laufband oder auch auf der Laufbahn kann man das machen. Und über das Kapillarblut in Ruhe am Ende jeder Belastungsphase und in der Nachbelastung wird dann die Herzfrequenz und hier im Ohrläppchen Bluttropfen abgenommen und daraus das Laktat, also die Milchsäure, bestimmt. Daraus ergeben sich so Kurven. Hier sehen Sie die blaue Kurve, das ist das Laktat. Man nimmt so als Faustregel ungefähr 4 Millimol an. Das ist so die Konzentration im Blut. Ab dem Moment, sagt man, beginnt die anaerobe Phase des Blutes, des Körpers. Das heißt, ab da merken die Spieler, dass das Laufen unangenehm wird. Ja? Und das wird entsprechend mit der Herzfrequenz hier gesteigert und dann wird geguckt, ab wo, weil das ist nämlich unterschiedlich, die anaerobe Phase bei einem Spieler anfängt und das ist eben diese individuelle anaerobe Schwelle und die ist bei jedem Spieler unterschiedlich. Also bei uns Untrainierten würden wir einen Laktatwert überhaupt nicht vertragen, würden viel früher auch abbrechen, zum Beispiel solche Laufeinheiten, die machen, weil wir das einfach körperlich nicht halten könnten. Dieses Tempo, diese Geschwindigkeiten auch, die da aufbauen. So sehen Sie es, ich habe jetzt hier mal den Torwart genommen. Das ist auch so, das ist auch in vielen Bundesligamannschaften so. Als Torwart hat man leider das Pech, dass man die schlechtesten Laktatwerte und auch die schlechtesten Geschwindigkeiten aufbauen kann. Das ist auch so, weil die eben viel weniger laufen. Das ist hier so ein typischer Mittelfeldspieler, der extrem viel läuft.
Das heißt, der hat hier eine Geschwindigkeit toleriert, der ohne Probleme von 16 Kilometer pro Stunde mit einem knappen Laktat fährt unter 4, während der Torwart hier schon bei 12 Kilometer pro Stunde über 4 hat und über 4 Millimol pro Liter bricht jeder von ihnen das Laufen ab. Das ist nicht mehr möglich. Der Körper wehrt sich dagegen, keine Kraft. Und deshalb ist das hier also ein sehr gut trainierter Spieler und das hier gegen müsste zumindest die Kondition verbessert werden. Das sind solche unmöglichen Tabellen, die wir dann da bekommen. Was Sie hier sehen, sind die 10 besten Spieler bei uns. Ich nenne jetzt nur den ersten, die anderen Namen habe ich bewusst rausgenommen. Das ist hier der Christoph Moritz. Der ist unser bester Läufer auf dem Platz. Man sieht hier, das ist der Ruhelaktatwert, also 1,2 Millimol pro Liter. Und hier oben ist die Geschwindigkeit aufgetragen. Das heißt, bei einer Geschwindigkeit von 4 Meter pro Sekunde sind das, das sind ungefähr 13, 14 Kilometer pro Stunde, hat er schon ein Laktat von 3,9. Das ist also wichtig. Und was uns also interessiert, sind diese beiden Werte. Darauf gucken wir. Das ist hier diese individuelle anaerobe Schwelle. Das heißt, der kann Laktat ertragen bis zu 4,5 Millimol. Ja, das ist also enorm, enorm hoch. Er kann unter diesem Laktatwert immer noch laufen. Und das ist das Entscheidende für uns. Und Geschwindigkeiten auch eben unter der Geschwindigkeit von 4,5 Meter pro Sekunde. Das ist einer der besten. Die schlechtesten, das sind also immer noch die besten 10, ja, aber Sie können sich angucken, wie die Laktatwerte hier sinken. Und jetzt reicht es aber nicht, dem Spieler jetzt zu sagen, hör mal, lauf mal oder was hast du hier für Laktatwerte, sondern die trainieren natürlich, und das wird umgerechnet mit komplizierten Formeln, und dann wird ganz genau gesagt, mit welcher Pulsfrequenz hier regenerativ 131er Herzfrequenz bei Christoph Moritz. Das heißt, wenn er mit einer Herzfrequenz von 130 läuft, regeneriert er. Ja, also das ist enorm hoch. Ja, und er hat immer noch, für ihn ist das entspannt. 130 ist für ihn so total locker. Ja, das schaffen die anderen hier gar nicht. Ja, und entsprechend hier toleriert er auch, das sind so Intervallläufe. Das ist enorm anstrengend. Also ich selber bin jetzt kein Läufer oder so. Ich laufe jetzt einmal die Woche oder so. Aber diese Intervallläufe mit Christoph Moritz, das ist unmöglich, mit der mitzuhalten. Ja, dann schafft man 10 Minuten und dann bricht man das komplett ab. Dann ist auch der Tag für einen gelaufen. Der ist schon richtig gut durchtrainiert. Ja, das sind so die Werte, worauf wir das umrechnen nachher mit dem Laktatwert und richten uns eben an der Pulsfrequenz. Folgen von schlechten Laktatwerten, ich habe hier so drei Bilder einfach dargestellt. Das ist nicht nur der Tabellenplatz, ja, leider war das so, das war auch in dieser Saison so gewesen, sondern das sind auch Muskelfaserrisse, das wissen viele nicht. Schlechte Kondition, schlechte Nährstoffe führen eben dazu, dass es Muskelfaserrisse gibt, auch hier eben Verletzungen von Spielern. Das heißt, die Kondition ist nicht nur für Tabellenwerte wichtig, sondern auch für Verletzungen. Zusammenfassend möchte ich also sagen, die Vorbereitung eines Wettkampfs muss gut organisiert sein. Das ist wichtig für den Spieler, damit er sich weniger verletzt. Es müssen sich alle an die Vereinbarungen halten, Disziplin, Stichwort. Laktattest eignet sich besonders gut, eben um Sportler zu messen und ihre Leistungsfähigkeit zu beurteilen. Und schlechte Laktatwerte führen zu Problemen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.